Die Bücher Diebin ist die Verfilmung von Markus Susaks im gleichnamigen Bestseller. Erzählt wird die Geschichte vom weisen Kind Liesl und ihren Pflegeeltern, wo während dem Zweiten Weltkrieg den jüdischen Flüchtling Max bei sich versteckt. Worum geht es in dem Buch? Hitler. Verstecken Sie sich vor Hitler? Ja. Sind Sie ein Kommunist? Ich bin Jude. Liesl freundet sich mit dem Fremden an und lernt dank ihm lesen. Bald fängt sie an, Bücher zu stellen, um sich damit von den tragischen Ereignissen um sich herum abzulenken. Für die deutsch-amerikanische Produktion ist ein internationaler Cast zusammengestellt worden. Allen voran der Jeffrey Rush, der die Rolle von Liesl, ihrem Pflegevater, spielt. Mit tollen schauspielerischen Leistungen ist die Bücherdiebin ein berührendes Drama über das Erwachsenwerden und Stärken vom menschlichen Geist. Du hast geschummelt. Na und?